Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil Weitaus mehr Wasser, kurz erklärt. Im heutigen Teil gehen wir mal auf so ein paar Kleinigkeiten ein, wie Messfehler bei unseren Wassertests. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich! Ja, Leute, Wassertests sind für unser Meerwasser in meinen Augen essentiell. Wir müssen wissen, wo sind unsere Werte, wo muss ich sie hindrücken. Und damit ich vernünftige Ergebnisse bekomme, muss ich auch sauber und vernünftig arbeiten. Ich möchte hier in diesem Video heute euch, ich sag mal, 8 verschiedene Fehler aufführen, die dazu führen können, dass im Endeffekt ihr falsche Messergebnisse kriegt aufgrund unterschiedlichster Ursachen. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Der erste Fehler, den man beim Wassermessen machen kann, ist, wenn man seine Messküvetten oder seine Testgefäße nicht vernünftig reinigt. Ich habe hier eine Küvette, die noch mit altem, ich sag mal, Wasser noch verdreckt ist. Diese muss ich dementsprechend mit dem neuen zu messenden Wasser gründlichst reinigen und anschließend auch, ich sag jetzt mal, auswischen. Das Auswischen ist diesbezüglich relativ wichtig, weil wenn wir Wassertests haben, die mit geringen Wassermengen arbeiten, wie zum Beispiel, ich glaube, von Salifair der Magnesiumtest oder von Redzi, der Magnesiumtest, die arbeiten mit 2 Milliliter oder sogar nur, teilweise hier nur mit 1 Milliliter an zu testendem Aquarienwasser. Und wenn wir diese Messküvette nicht richtig reinigen, haben wir noch, ich sag mal, Salzreste vom letzten Mal drin. Und wenn wir die nicht richtig trocken machen, ich sag es mal mit einem einfachen Zewa, dann haben wir da unten vielleicht noch einen Tropfen Wasser drin, der noch zusätzlich on top oben drauf kommt und unsere Messergebnisse verfälschen sich im Prinzip dann nach oben. Das heißt also, der Test wird mehr angezeigt, als wie wir eigentlich tatsächlich haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt ist eigentlich der, worüber wir uns im Prinzip jedes Mal ärgern und wo man auch darauf achten sollte. Unvollständige Tropfen. Das heißt, bevor wir so einen Test machen, sollten wir hingehen und schauen, dass wir die Luft, die sich hier unten drin befindet und gegebenenfalls oben, aus dem entsprechenden Gefäß rauskriegen, dass wir immer die gleiche Tropfengröße kriegen. So wie das jetzt hier auch zu sehen ist. Im Endeffekt immer den gleichen Tropfen kriegen, damit auch die, ich sage mal, Testflüssigkeit oder die Reaktionsflüssigkeit immer die gleiche ist und somit auch das Testergebnis dann richtig sein kann. Wenn ihr jetzt euch nicht sicher seid, so nach dem Motto, Mist, da war jetzt Luft drin oder der Tropfen war nicht vollständig, grundsätzlich hingehen, den Test nochmal komplett neu ansetzen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das nächste ist die Zugabe von Pülverchen. Wir haben hier verschiedene Pülverchen und die haben natürlich auch eine entsprechende Menge. Und in den meisten Fällen steht in den Beschreibungen drin, beziehungsweise in den Anleitungen drin, ein gestrichener Löffel. So, jetzt haben wir teilweise bei verschiedenen Herstellern sogar die, ich sage jetzt mal, das Problem, dass wir Löffel haben, jetzt nicht so wie den hier, die 2 verschiedene Öffnungen haben. Einmal eine große und einmal eine kleine. Da muss man natürlich auch wissen und genau nach Anleitung arbeiten, mit welcher Seite man dementsprechend welche Reagenz im Endeffekt zugibt. Dann die Frage, haben wir einen gehäuften Löffel? Wie viel ist gehäuft? Sollte eigentlich bei der Anleitung mit drinstehen. Und wie sieht es aus, wenn wir einen gestrichenen Löffel machen? Wie sollte der aussehen?
kann ich euch mal hier oben einblenden, wie ich das mache. Und damit bin ich eigentlich immer relativ gut gefahren. Und grundsätzlich, wenn man sich an ein Verfahren hält, dann passt das im Endeffekt auch. Gehen wir über zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt sind Ablesefehler. Grundsätzlich ist erstmal wirklich zu lesen in der Beschreibung, wie ist mein Wassertest abzulesen. Wenn ich den jetzt fertige Flüssigkeit habe, schaue ich seitlich da durch oder schaue ich von oben da drauf oder muss ich das Ganze kippen und dann da durchschauen. Das steht alles in der Beschreibung. Hier bei diesen Tests von Razzi, die ich benutze, die Pro-Tests, bekommt man zum Beispiel so einen Ableserad dabei. Das ist besonders gut, weil man einmal eine Küvette in den Außenring mit dem zu testenden Wasser reinpackt. Klar, ohne irgendwelche Flüssigkeiten. Und in den Innenring kommt dann dementsprechend das getestete Wasser mit den ganzen Chemikalien drin und der Umfärbung. Vorteil an der ganzen Sache ist, blende ich euch jetzt gleich mal hier oben ein. Man kann schön von oben die Verfärbung sehen und dann am Rad drehen, um die gleiche Verfärbung im Endeffekt in Übereinstimmung zu finden. Und auf der anderen Seite steht dann hier zum Beispiel bei diesen Tests, was es dann für einen Wert hat. Da gibt es dann von JBL, hat auch solche, ich sag mal, Testaufnahmen oder für die Küvetten, wo man dann dementsprechend vergleicht. Oder fällt mir so ein, die Tests von ATI haben das auch. Die arbeiten allerdings mit einem relativ langen Röhrchen. Ist aber relativ wurscht. Genau das gleiche Prinzip. Man guckt von oben durch. Unten ist eine Aufnahme für die Röhrchen, damit man genau die Farben miteinander vergleichen kann. Das ist schon mal sehr wichtig. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt direkt. Und da ist die Problematik, da sind die meisten Männer leider Gottes von betroffen. Und zwar ist es eine Ableseschwäche, die Rot-Grün-Schwäche, die wir haben. So, die meisten Tests, die ich kenne, ist im Prinzip, die haben einen Farbumschlag von weiß auf rosi oder rot oder von gelb über grün nach blau. Und da sind überall Farben drin, die, wenn man so eine Sehschwäche hat, nicht abgelesen werden können. Das ist natürlich schlecht für denjenigen. Der muss sich dann natürlich in dem Moment auch, ich sag mal, Hilfe holen oder in andere Tests investieren, die dann nicht mit so einem Farbumschlag arbeiten oder mit einem anderen Farbumschlag arbeiten oder halt eine digitale Variante. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist, pauschal gesagt, die Wassermenge. So, jetzt habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass wenn wir hier unsere Gefäße reinigen, sollte man nach Möglichkeit hingehen und die schon mal komplett trocken machen anschließend, nachdem man die mit dem zu testenden Wasser ausgespült hat. Und dann haben wir die nächste Problematik, wie wir unser Wasser im Prinzip, ich sag mal, abmessen. Jetzt habe ich hier, ich sag mal, drei verschiedene Spritzentypen. Es gibt natürlich noch mehrere. Einmal die 1 Milliliter Spritze, dann die 10 Milliliter und hier den großen Kavenzmann von 20 Milliliter. Jetzt haben wir überall hier natürlich dementsprechend Markierungen drauf und zum Beispiel komme ich wieder auf meinen Lieblingstest zurück, und zwar der von Razzi, der Magnesiumtest, der arbeitet mit 2 Milliliter Wasser. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und hier 2 Milliliter dementsprechend aufziehen, aber die Menge, die ich hier, ich sage es mal, fehl aufziehen kann, weil ich vielleicht einen halben Millimeter tiefer ziehe, aufgrund des riesen Durchmessers von dieser Spritze, ist im Endeffekt schon eine weitere Fehlerquelle. Da gehe ich dann lieber hin und gucke, dass ich immer so nah wie möglich an der Milliliterzahl, die zu gebraucht wird, eine Spritze nehme. Wie zum Beispiel jetzt hier die 1 Milliliter Spritze, die ziehe ich dann zweimal exakt auf. Da kann ich ganz genau gucken, die hat einen schönen dünnen Durchmesser und ziehe mir meine 2 Milliliter, die ich brauche, auf und packe die in mein trockenes Glas rein.
Wenn ich jetzt einen Test habe, wie zum Beispiel den Calcium-Test, der arbeitet zum Beispiel mit 5 Milliliter, da nehme ich mir eine 5 Milliliter Spritze genau. Die hat auch noch einen etwas kleineren Durchmesser und somit nehme ich immer die Spritzen, die dementsprechend die entsprechende Milliliterzahl haben. Der Nitrattest ist zum Beispiel einer bei Rezi, der arbeitet mit insgesamt, glaube ich, 16 Milliliter Wasser. Und da kann ich dann tatsächlich hingehen, aufgrund der hohen Wassermenge, die sowieso schon gebraucht wird, da kann ich dann ruhig, ich sag's mal, mit der größeren Spritze hier arbeiten. Und da ist es nicht hundertprozentig wichtig, dass ich dann, ich sag mal, tropfengenau arbeite. Was auch noch wichtig ist, wie zum Beispiel, wenn man jetzt mit den niedrigen Mengen arbeitet, fällt mir gerade ein, der Salifair Nitrittest arbeitet, glaube ich, sogar mit nur einem Milliliter Wasser. Und wenn ich jetzt hingehe und die Spritze aufziehe, habe ich in der Regel unten vielleicht noch einen Tropfen dran. Diesen Tropfen, den schlage ich auch noch ab, damit ich auch tatsächlich nur das drin habe und das in die Menge ins Glas gebe, die auch tatsächlich da reingehört und nicht zu viel. Wie gesagt, je geringer die Menge des zu testenden Wassers ist, desto genauer muss man arbeiten. Gehen wir über zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist die entsprechende Wartezeit. Jeder Test hat unterschiedliche Wartezeiten oder Reaktionszeiten und diese Zeiten sollten wir nach Möglichkeit, ich sage es mal, definitiv einhalten, weil sich im Verlauf der Zeit dementsprechend auch die Färbung ändert. Es gibt Wassertests, wie zum Beispiel, ich kann jetzt wieder nur aus der grundsätzlichen Erfahrung meinen Rezi-Tests hier reden. Der Nitrattest bei Rezi, der hat eine Wartezeit von 9 Minuten, ist eine verdammt lange Zeit. Aber man kann schon am Anfang sehen, so nach 2, 3, 4 Minuten hat er eigentlich meiner Meinung nach schon fast die entsprechende Färbung erreicht. Aber nicht hundertprozentig. Da kann man, ich sage es mal, in Versuchen kommen und sagen, oh, das ist ja schon umgeschlagen, kann ich jetzt ablesen. Grundsätzlich wichtig, immer die entsprechenden Wartezeiten einhalten, weil die gehen durch verschiedene Stadien der Verfärbung, die Wassertests, die Chemikalien im Endeffekt. Und erst tatsächlich nach Ende, ich sage es mal, von dem entsprechenden Zeitraum, von Zeitraum X, dann erst den Wassertest ablesen, erst dann habt ihr die entsprechenden Ergebnisse. Kommen wir gleich zum letzten Punkt auf der Liste. Der letzte Punkt auf der Liste ist eigentlich der, den ich eigentlich in vielen Videos auch schon darauf hingewiesen habe. Das ist einmal die Haltbarkeit meiner Wassertests, also die sollte ich regelmäßig überprüfen. Einige haben es aufgedruckt, hier seitlich auf der Etikette oder unten drunter oder auf der Verpackung selber. Da muss man dann dementsprechend gucken, dass die Wassertests A nicht überaltert sind. Dann müssen sie dementsprechend vernünftig gelagert werden, in der Regel kühl und trocken. Also nach Möglichkeit nicht unten, ich sag mal im Aquarienschrank, wo es warm ist. Wenn die zu warm werden, schlagen die Tests um. Und da kommen wir dann eigentlich noch zu dem Punkt, der mir noch am Herzen liegt. Viele sagen, warum brauche ich eine Multireferenz oder eine Referenz, um meine Wassertests zu testen, die ich gerade erst gekauft habe. Grundsätzlich wisst ihr nicht, wie diese Tests gelagert wurden, wie sie transportiert wurden, sind sie mal zu heiß geworden. Das kann alles passieren und dementsprechend nutze ich immer eine Multireferenz. Ob das jetzt, wie schon gesagt, von ATI oder von Fauna Marine ist, ist relativ wurscht. Man muss im Endeffekt hingehen, oder ich gehe im Endeffekt hin und werde meine Wassertests alle Monate, also jeden Monat einmal überprüfen, damit ich mir sicher sein kann, dass das, was ich da, ich sage jetzt mal, an Messmaterial habe, vernünftig funktioniert, dass ich zum anderen selber richtig messe, weil mit der Zeit schleichen sich auch wieder Fehler ein und eine Messroutine, da macht man dann schon mal schnell Fehler und selbst mir passiert es, dass ich Messfehler mache und dann auf einmal Ergebnisse jenseits von Gut und Böse bekomme und natürlich dann auch erstmal denke, scheiße, was hast du denn jetzt gemacht? Und wir alle wissen es, wenn wir falsche Ergebnisse kriegen oder Ergebnisse, die eigentlich, ich sag's mal, außerhalb der Norm sind, denken wir erstmal, was haben wir falsch gemacht, was kann ich jetzt sofort daran ändern?
immer erstmal, ich sag mal, ruhig bleiben und eine Multireferenz zur Hand nehmen oder vielleicht einen anderen Wassertest, wenn man die nicht zur Hand hat, von dem man weiß, dass er vielleicht in Ordnung ist, oder von einem Bekannten sich helfen lassen. Immer erstmal die Fehler beim Wassertest suchen und dann den Fehler im Becken suchen. Das ist eigentlich ein Grundsatz, den man beherzigen sollte und der schon einige Male hier bei mir, ich sage jetzt mal, dazu beigetragen hat, Katastrophen zu vermeiden. Ich würde mal sagen, ich habe für heute mal wieder genug gequatscht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte euch dazu noch irgendwas eingefallen sein oder solltet ihr Anmerkungen haben, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin da gerne für jeden Vorschlag offen und ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann abonniert ihn bitte, macht oben die Glocke an, dann hört ihr auch, wenn ich wieder was raushaue. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt getreu, euer Weiber.